So Leute, weiter geht's mit The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Wir werden jetzt zurück zur Insel Mega kehren, weil wir keine Karte mehr haben. Das heißt, wir müssen wieder in den Tempel. Scheint so, als wäre es auf dieser Insel die Reise wert, aber willst du schon wieder gehen? Ja, ich habe alles, was ich wollte. Ich wurde im letzten Part tausendmal im Wasser geschubst, ich wurde fast aufgefressen. Ich finde, das reicht, ja? Gehen wir einfach zurück zur Insel Melka und ich würde mal langsam die ganzen Frösche finden. Oh, guck mal, das ist schon wieder diese... Nicht Jenna. Aber Manu. Ich will nicht, dass sie mich kriegt. Vielleicht hätte ich auch einmal bei der Insel anfangen sollen, ja? Aber nein, das ist doch irgendwie auch scheiße. Und verpasst ihr hier vielleicht voll viel ein Hindernis. Ja, wir werden jetzt voll stylisch rüberspringen. Wartet. Seht ihr, voll stylisch, Alter. Endlich mal. Endlich kann ich beweisen, was in mir steckt. Nämlich eine Nessie. Ja, ich habe ein Herz. Hättet ihr jetzt nicht gedacht, aber... Und wehe, dieser Strudel frisst uns wieder auf. Das ist nämlich kein Milchstrudel und... Ach so, der Strudel will sich rächen, ne? Der Milchstrudel, weil ich esse mal Milchstrudel, das ist ja beim echten Strudel beschwert und jetzt will mich der Strudel essen, damit ich weiß, wie es ist, gegessen zu werden. Voll fies nenne ich das. Und das ist wieder ein Pirat. Ich will aber nicht zu Piraten. Warte, was? Über Insel Maker? Ja, hier, die daneben bei Insel Molude, ne? Genau. Nein, geh weg, du triffst mich nicht. Wie weit deine Kanone fliegt. Du bist klein, kleiner. Unser Schiff ist schon klein. Und du willst ein Pirat sein? Man kann sich nicht mehr die Weltherrschaft an dich reißen. Nicht mal, ja. Du hast mich getroffen, du Arsch. Geh sterben. Verreck. Oh, du ersinkst. Versinkst. Ersinkst. Du wirst einfach sterben. Okay, du ertrinkst und bist dann ganz traurig. Vielleicht wirst du dann zum Meerjungfrau-Mann-Typ. Wäre doch ziemlich stylisch, oder? Also ich würde es cool finden, wenn das so wäre. Ja. Oh, ich habe keinen Bock mehr auf diese scheiß, diesen scheiß Tempel vom Meereskönig. Der ist so nervig. Nicht nur, das ist genau diese dumme... Ich habe ihn Namen vergessen. Jolene, ne? Jolene? Ja. Oh, stirb. Der gibt echt nicht auf, der Kleine. Aber da gibt es zumindest ein Herz. Und ich finde es schön, dass die Herzen hier gelb sind. Nicht gelb, das ist grün. Wenn ich irgendwie an gelb denke, denke ich mal an diesen Zitronenwackelpudding. Ich weiß auch nicht. Ich denke so oft irgendwie an Essen. Am Wackelpudding erst recht. Stirb doch einfach mal. Alter, warum gibst du nicht auf? Und warum... Oh Manu, ich brauche kein Geld, ich brauche dein Herz. Ich brauche dein Herz, gib mir dein Herz. Okay, mir geht's gut. Ja, wirklich jetzt. Dann da hinten ist sie. Sie fährt weg, ne? Ja, sie fährt hier nicht hin. Sie sind daher. Alter, wie oft willst du noch sterben? Ist mir ehrlich, es ist 2013. Jetzt musst du eigentlich mal glücklich sein, ja? Glücklich ohne uns. Du musst es nicht immer hinterher fliegen. Schwimmen, tauchen. Ich weiß nicht, was du machst. Du schwebst. Ach ja, wir sind gleich angekommen. Ich habe euch mal wieder voll gelauert mit irgendeiner Scheiße. Stirb. Stirb auch. Stirb. Stirb. Hallo. Und Leute, ich habe mal eine ganz wichtige Frage. Kennt ihr euch vielleicht mit dem PlayStation 2 Emulator aus? Weil bei mir klappt das irgendwie nicht. Ich kann es nicht öffnen. Kommt irgendwie immer so der Einsprungspunkt von irgendwas wurde nicht gefunden und ich verstehe es nicht. Ich bin doof. Hi, Oma. Bist du nicht der Junge, der zusammen mit Kapitän Linebeck das Geisterschiff verjagt hat? Ich hab's gehört. Du unterstützt ihn auf deinen Reisen. Er unterstützt mich. Naja, das macht er nicht mal. Er ist einfach mein Typi, der... Hey. Der mich dahin bringt, wo ich halt will, ne? Ziemlich praktisch, sag ich dir. Du musst dir auch so einen anschaffen. Einfach irgendwie einen Volldeppen retten und dann ist er dir ja nicht dankbar. Aber erpress ihn einfach. Sag, du hast deine Mutter. Und dann geht's ab hier. Oder sag einfach, du hast... Seine Xbox. Dann wird das hier auf jeden Fall mitmachen. Tut mir leid. Das war ich nicht. Waren wir... Ja, hier waren wir schon. Okay. Ab in den Tempel. Ab in den Tempel. Ja, los, hopp. Hol dich. Warum sind wir nicht eigentlich gleich... Mir fällt gerade ein. Warum sind wir nicht eigentlich gleich hingegangen? Ja. Also ich meine gleich... Man kann da ja auf der gleichen Etage... Oh, scheiße. Warum habe ich das nicht gemacht? Ich bin so scheiße, ich bin so schlecht. Egal, zieh mir die scheiß Zeit ab, bitte. Und mach das einfach mit Aufnahme. Ich kann es dann immer noch wegschneiden, wenn es zu viel wird. Nicht wahr, ihr kleinen Kinder. Kinder. Ja, ich glaube auch. So. Auf jeden Fall können wir schon mal ganz viel Tolles machen, da wir nämlich diesen scheiß Kreis... Kreis? Ich kann nicht reden. Diesen Kreis... Greif heißt das. Den Greif... Hallo, ich hatte doch immer ein Schild raus. Was ist denn los hier? Das ist doch nicht so zickig. Und das heißt Greifhaken. Glaube ich. Wie schön. Dann kommt der Arsch schon wieder.
Okay, warten wir ganz kurz, damit er abhaut. Aber irgendwie, ja, wir haben das Spiel fast durch und mir fehlen ganz schön viele Herzen. Ich glaube, ich habe die Herzen nur von... Ich habe noch kein anderes, irgendwie von einem Minispiel oder so. Ja, ich bin schlecht. Ist mir aber egal. Ich will das Spiel einfach nur durchspielen. Ich will nicht die ganzen Geheimnisse da haben und bla bla bla. Weil das könnte ich nicht mal. Weißt du, dolle ich bin. Und du hast mich nicht gesehen. Er hasst mich. Kann ich dich eigentlich mit meinem Greifhaken? Scheiße. Oh, ich dachte gerade schon. Okay. Wartet mal. Ich gehe einfach schon mal rüber. Ich glaube, das wäre auch besser so. Nicht runterfallen, danke. Ach hier, hier, hier. Hier können wir schon mal gleich... Ich hoffe, der kommt jetzt nicht so schnell her. Hier können wir nämlich gleich schon mal, dass er hier reingeht. Und dann... Kaboom! Genau, so muss das sein. Dann geht die Tür auf, glaube ich. Ah, ich muss hier kurz hin. Tut mir leid. Ja, die Tür öffnet sich dann schon. Das finde ich schön. Nee, ich renne kurz schon mal nach oben. Ist ja nicht so schlimm. Schaffe ich ja, ne? Wenn er mich jetzt nicht sieht. Geparkt. Finde ich gut. Okay. Wie gehst du bitte weg? Vielleicht spüre ich das auch so lustig vor mit lustiger Musik. Ne, ist ja irgendwie scheiße, ne? Ja, ich lasse es sein. Oder keine Ahnung. Dann wird es halt ein bisschen längerer Part. Wie ich wieder im Tempel bin. Ich meine, ihr freut euch doch auch immer da. Scheiße, ich habe vergessen, dass sie hier schon sind. Nicht, ich brauche... Oh, ich hätte kaum Pfeile, fällt mir gerade ein. Danke, gib mir Zeit. Und nicht festhängen, danke. Braves Ding. Denn ist auch schon dieses... Ah, hier sind vielleicht Pfeile drin. Ja, 5 Stück aber nur. Scheiße. Ich hätte mal mehr aufpassen sollen. Komm mal her. Gib mir die Zeit. Nein, meine Zeit. Oh Mann, du Arsch. Das fand ich jetzt voll nicht nett von dir, weißt du das? Mann, dann halt später. Und, ach ja, genau. So, jetzt muss ich mich irgendwie hinstellen, dass er mich nicht sieht, dass ich da hingucke. Und dann kann ich da draufballern. Und was passiert dann? Das weiß ich gar nicht mehr. Das habe ich im letzten Part gar nicht gemacht. Ach, dann öffnet sich das da. Cool. Wusste ich gar nicht. Und hier mache ich immer ganz schnell kaputt. Und drüben muss ich nicht, da habe ich schon mal eine Truhe gehabt, genau. Die kaputt bitte. Danke. Herzen, ich brauche doch keine Herzen, Mann. Ich brauche irgendwas Cooleres. Achso, du hast mich gesehen. Oh ja, das kann passieren, tut mir leid. Hast du mich jetzt? Oh, willst du mich unbedingt töten? Oh, tut mir leid. Oh. Geil. Oh, ich kriege sogar eine Truhe dafür. Ey, wie geil das ist. Das wusste ich ja gar nicht. Oh, fuck you. Das müsste er genau eigentlich so hier sein. Hier sein. Hier sein? Ach, da. Gib mal deine Sachen. Du nettes Ding. Ich mag dich sehr. Danke. Ja, Shift-Teil-Kommandoturm. Ey, das ist doch mal geil. Dankeschön. Ja, ich muss das auf jeden Fall drinnen lassen, diese Scheiße hier. Tut mir sehr leid. Aber wir stellen uns das schon mal besser an, ne? So ein bisschen. Also die Scheiße ist, ich komme jetzt nicht durch das Feuer. Oder doch? Wenn ich das hier so aufmache, dann geht das doch eigentlich, ne? Ja! Fuck, nein! Fuck you, nein! Fuck you, nein! Fuck you, nein! Ach, du Arsch. Jetzt hab ich mir Zeit gestohlen. Mann, ich habe gar nicht mehr drauf geachtet. So ein Drecksteil aber auch. So, wofür brauche ich das hier nochmal? Du hast einen dreieckigen... Was? Was bringt es mir? Gar nichts, ne? Aber hier kann ich das schon mal aktivieren. Ja, okay, dann kann ich den wieder da reintun. Cool. Tschüss. So kommst du wieder hier hin. Ey, du bist ja... Du lebst ja wieder. Willst du Stress? Willst du Stress? Mal ein bisschen herkommen. Es gibt mir eine Zeit, verdammte Scheiße. Dankeschön, so freundlich. Woher kriege ich mal den letzten? Das habe ich, glaube ich, vergessen. Nein, nicht da zurück. Muss mal kurz mal hier lang laufen, glaube ich. Ach ja, das wird ja schon irgendwie, ne? Wir nehmen gerade mal 9 Minuten auf und sind schon ganz weit im Tempel. Hoffe ich mal, ne? Also, und ich habe eben Pandoras Tower aufgenommen. Habe den Meister gemacht. Yay. Oh mein Gott, ich habe keinen Bock mehr.
Was soll ich noch sagen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir jetzt gleich zu dieser Scheißstelle, die ich nicht mag. War das die? Die hier war das doch, ne? Scheiße, ja. Scheiße. Komme ich da irgendwie sonst noch anders hin, oder? Nein, komme ich nicht. So ein Scheißdrecksteil. Geh weg. Dankeschön. Lauf bitte wieder weg, danke. Sozialsvieh. Sozialsvieh, was? Was war das denn jetzt bitte? Oh Mann, mein Deutsch, lass mich doch einfach in Ruhe, Mann. Okay, geh weg ganz schnell. Ja, ja, ja. Irgendwann werde ich den mal da richtig so reinstechen mit meinem scheiß Pfeil. Ja? Hi, ich nehme gerade auf, egal, was ist los? Nee, ich brauche kein Brötchen. Ich habe keinen Hunger. Ja, morgens habe ich halt nicht so Hunger. Ist ja schon Mittag. Ich bin aber erst so vor kurzem aufgestanden. Also brauche ich nicht. Du kannst ja trotzdem machen für die anderen, für Lena. So. Ja, dann back die ein Brötchen um. Nee, Lena ist wach. Die war hier vorhin drinne. Dann mach ich aber auch ein Brötchen für dich. Nein, ich will kein. Okay. Ja. Jetzt werde ich jetzt schon gezwungen, Brötchen zu essen, Alter. Nein, du hast mich nicht gehört. Scheiße, der andere sieht mich dann auch gleich. Nein. Du hast mich nicht... Oh Mann, du geht doch alle weg. Scheiße, ey. Verreckt doch einfach. Verreckt doch einfach alle beide. Ich hasse diese Stelle so sehr. Diese Stelle ist so nervig und behindert. Und ich könnte da immer wieder abkotzen, ne? Jetzt können wir wieder 1000 Jahre warten. Weil jetzt einfach alles so behindert ist. Jetzt dreh dich wieder um, bitte. Ich möchte jetzt wieder da reinschießen, bitte. Darf ich das? Danke. Packe ich schon wieder nicht. Okay, doch, wenn ich jetzt laufe. Wenn ich laufe, kann ich das sogar packen. Pack das. Ich hab's gepackt. Was ist denn los, Alter? Das war richtig knapp. Ui. Was für ein Wunder, dass ich das gepackt habe. Okay, ihr müsst jetzt zwar ein bisschen... Wenn ich jetzt runterfalle, ich hasse euch alle. Wo ist mein... Hallo. Habe ich... Nein, ich habe kein Schild mehr, fällt mir gerade auf. Warum habe ich kein verdammtes Schild mehr? Was ist hier los? Scheiße, ich habe kein Schild mehr. Okay, ich muss mein Schild kaufen. Yay, oder ach, diese scheiß Schleimmonster, die eigentlich, die mich aufessen, ne? Die bei der scheiß Insel mit den Lichtgeistern, die hat mich nämlich auch gefressen und hat dann mein Schild weggenommen. Das habe ich gar nicht gemerkt. So ein Drecksack. Was kann ich jetzt eigentlich machen? Genau, das kann ich hier hoch. Mich dann hier lang. Oder auch nicht. Okay. Jetzt habe ich das ne, warte mal, wofür kann ich eigentlich... Hier lang. Warte mal, du, was ist das hier? Seltsam, ich kann den Schlüssel nicht finden. Es wäre so einfach, wenn ich ihn aus dem Stockwerk darüber mitbringen könnte. Also ich kann sie aber. Ich muss schon wieder zurücklaufen, Alter. Immer dieses... Das regt mich so oft, dass wir immer auf die anderen achten müssen. Das ist so nervig. Ich meine, jetzt müssen wir wieder 1000 Jahre warten, weil dieser kleine Arschi nicht schneller laufen kann und immer wieder die gleiche Route geht und ihm nie langweilig wird und der sollte mal was essen. Mach doch mal Pause, Kleiner. Du musst doch nicht immer auf die anderen bösen Leute hören, die dir sagen, du musst jetzt das und das machen. Du hast dein eigenes Leben. Du musst hier echt nicht drin rumlaufen und irgendwie sagen, nur guck mich an, ich bin Captain Hook oder so. Keiner zwingt dich. Keiner zwingt dich. Danke. Okay, an dem muss ich gleich vorsichtig vorbei waschen. Bitte geh weg, danke. Wow, es hat sogar... Nein, du erwischst mich nicht, du bist zu langsam, du Scheißding. Voll die lahme Schildkröte, Alter.
Okay, wir müssen jetzt da oben wieder rein. Das packen wir. Und dann sind wir auch schon gleich hier. Alter, nur noch 13 Minuten. Nein, ich werde das nicht schaffen. Ich werde verrecken. Nein, werde ich nicht. Ich werde es packen. Ich weiß es ganz genau. Dann nehme ich noch genug Zeit. Und... Aua. Mein Auge tut weh. Ach, sind wir hier. Genau. Aua, aua, Auge. Okay. Yay, jetzt können wir wieder alle da rein tun. Ich freue mich. Oh, 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 hoppla, hoppla. Nein, ich speichere nicht. Aber ich nehme auf, Ja, ich nehme auf. Nicht so wie letzte Folge. Ich nehme so 5 Minuten auf und dann so habe ich es gesehen. Scheiße. Ich nehme ja gar nicht auf. Nein. Ich muss hier kurz gucken, ob ich. Ja, ich kann ihn nehmen. Okay. Dachte gerade schon. Also irgendwie wäre das voll ein schöner Hut für Kirby, ne? Sieht aus wie eine Pizza. Ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich so an eine Pizza. Der neue Pizza-Auslieferer. Kirby. Also ich würde mir eine Pizza bestellen. Ich wüsste gar nicht, wie groß er dann sei. Ich weiß nicht mal, wie alt er ist. Ist er 16? Oder älter? Ist er 20? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ja er echt schon... Ich wollte gerade Pikachu sagen, von Pikachu. Von Pokémon ja auch erst 10, ne? Da fängt seine Reise mit 10 Jahren an. Deine Eltern sind so verantwortungslos, dass sie ihn sogar... Oh Gott. Die sind so dumm. Die Tür öffnet sich. Hooray. Und weiter geht's. Genau, es war sogar in der richtigen Reihenfolge. Dieses Skelett hat uns dann gesagt, in welche Reihenfolge wir das machen müssen, damit wir weiterkommen. Scheinbar hat sich draußen was bewegt. Was für ein starkes Beben. Als ob das ganze Zimmer sich nach unten bewegt hätte. Tja. Hat es sich ja auch. Haha. Okay. Hey! Nanu, das ist nicht derselbe Ort, von dem wir gekommen sind. Der Tempel nimmt kein Ende. Wie viele Stockwerke hat dieser Tempel überhaupt? Viele, würde ich mal sagen. Oh yay, er ist golden. Und hat eine geile Axt. Haben die anderen hatten ein Schwert, glaube ich. Die haben geile Äxte. Oh, ich will auch so eine Axt haben. Das sind mehrere Phantome. Das sind mehr Phantome, meine ich. Die sind anders als die, die wir bisher gesehen haben. Bleib einfach auf der Hut, so wie immer, Kirby. Okay. Das ist hier eigentlich Leaf, mit dem ich hier rumlaufe. Also ich mag ihn. Ich hoffe, das ist Leaf. Und das Geile ist, wir können hier abrollen mit diesen geilen Felsen. Oh yeah. Die Felsen sind sowas von geil. Und roll. Oh, fuck nochmal. Roll. Nein. Oh, scheiße, nein. Fuck, noch nicht. Nein. Nein, nein, dann war es das andere Ding. Nein, ich mache natürlich genau das Falsche erstmal. Okay, muss ich hier rauf. Hol meinen geilen Greifhaken. Oh, hatte ich doch gerade schon. Meinen geilen Greifhaken. Und dann kann ich hier hoch. Fuck, yeah. Dann kann ich hier gleich richtig so überrollen mit meinem geilen Stein. Also ich hoffe, der wird jetzt sterben. Sonst wäre das ziemlich scheiße. Bitte stirb. Bitte stirb. Was ist das denn bitte? Auf jeden Fall, komm her. Mama hat Großes mit dir vor. Komm näher, komm näher. Und stirb. Woo! Und in den Abgrund. Oh nein, mein armer Felsen. Nein. Du kannst mir doch nicht antun, Felsi. Felsi. Yay. Fuck yeah. Na du? Ich war leichtsinnig, weil die Phantomen hier so langsam sind. Ich hatte keine Ahnung, was passieren würde, wenn sie mich entdecken. Was passiert denn dann, Kleiner? Das würde ich gerne jetzt mal wissen. Okay, sie sind aus. Freut mich schon mal. Irgendwas Positives ist es, ja? Wow, geil. Geile Aktion, du. Hier kann ich mal was kaputt machen, das merkt man gleich. Ich glaube, ich sollte aufpassen mit dem... Scheiße. Hier kommt ich wieder mein toller kleiner Freund. Toller kleiner Freund. Ja, es ist halt so. Der wird mich gerne nämlich, das ist ein kleiner Streber, ne? Der verpetzt mich. Dann an die bösen Menschies. Scheiße, ich bin so dumm. Was hätte ich machen können? Egal. Anderes böse Menschie, komm her. Nein, dann halt nicht. Aber gleich ist er hier. Jetzt richtig zielen und dann hier rum und dann... Nein!
die mich noch getroffen. Ja. Komm her. Ich töte dich. Danke. Das ist nett. Ich töte dich. Komm her. Okay. Machen wir erstmal alles hier kaputt. Warum auch immer. Warum will ich hier rauf? Warum? Ach egal, ich mach's einfach. La la la. Das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Hm. Keiner gemerkt. Ich brauch wieder meine coolen Pfeile. Und hier kann ich den, glaube ich, nicht so erwischen. Sorry, eben hat er wieder die Aufnahme abgebrochen, weil ich zu wenig Speicherplatz hatte. Jetzt geht's aber weiter. Ja. Wir haben jetzt den Schlüssel bekommen und damit können wir... Ich weiß gar nicht, wo wir damit hin können. Das können wir doch gar nicht benutzen. Shit. Nein, 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 nein. Komm, mein Greif hat ganz schlecht. Ich muss hier rüber, ich muss hier rüber. Oh Gott, danke. Boah, ich dachte schon, ich muss nicht sterben oder so. Naja, muss ich nicht wirklich, aber fast. Wir waren nah dran. Okay. Müssen wir jetzt hier lang? Wie öffnen wir nochmal diese Scheiße? Ich hab's vergessen. Oh oh. Fuck it. Kommt man hier irgendwie durch? Das war doch irgendwie so, oder? Dass man hier durch konnte. Ich hab gar nicht so... Ah, hier ist auch noch ein... Es ist es auf der anderen Seite wirklich offen. Willst du mich verarschen? Do you really want to verarsch me? Ah, oh, fuck. Okay, egal. Wir laufen jetzt ganz schnell hin. Portet er sich? Nein. Okay. Gut, gut, gut. Dann nicht. Dann laufen wir jetzt ganz schnell hin. Und finden dieses kleine scheiß Rädchen hier. Radarsch, meine ich. Oder auch nicht. Doch, doch, doch. Ich will es töten. Komm her. Ich glaube, da kriegen wir eine Belohnung. Komm her. Jetzt beeil dich mal. Ich habe auch nicht ewig Zeit, ja? Come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on. Dankeschön, das war sehr nett und sehr nett eingeschläfert. Wie komme ich jetzt darauf, bitte? Wie komme ich darauf? Ach so, ich verstehe schon. Nein, verstehe ich nicht. Kein Plan. Wie komme ich darauf? Oh, ich habe keine Ahnung. Kann man sich ja sonst irgendwie rauf dingsen? Oh, egal, ich habe keinen Bock. Geh weg. Ich will eigentlich nur diesen scheiß Tempel hinter mir bringen. Ich will gar nicht wirklich alles haben. Ich will es einfach nur durchspielen, okay? Wenn es irgendwie hundertprozentig bei irgendjemand... Also, wenn ihr es hundertprozentig gucken wollt, dann guckt es bei jemand anderen. Sage ich jetzt schon mal. Denn ich werde es auf keinen Fall ganz durchspielen. Fuck you. Nicht dieses Scheißviecher kann ich teleportieren. Und natürlich muss mir das erstmal gezeigt werden. Du entkommst mir nicht, ja. Scheiße, Mann. Das ist so behindert. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also, doch, aber ich habe nie Bock auf diesen scheiß Tempel, weil diese Viecher einfach so gemein sind. Müssen vorsichtiger sein. Komm her, du Arsch. Andere Seite, okay. Egal, wenn mich jetzt die anderen sehen, ich will ihn töten. Okay, keiner hat mich gesehen, das finde ich gut. Hier ist ein Schalter, bitte betätigen. Dann kommt da... Ach so. Genau, 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 genau. War nicht... Okay, schon gut, schon gut. Ist ja nicht schlimm. Aber ich muss den jetzt, bitte. Ja, gut, ich habe ihn erwischt. Danke. Du wirst auf jeden Fall jetzt sterben. Ha! Viel Spaß in der Hölle. Was willst du eigentlich? Wenn man diesen Schalter betätigt, ja, fliegt die Wirkung rasch wieder. Wenn es einen Weg gibt, Zeit zu gewinnen, hätte ich die Brücke überqueren können. Ich brauche die Brücke gar nicht, glaube ich. Die Brücke brauche ich echt nicht. Fuck, da wäre hier bestimmt lang. Und glaube ich muss niesen. Nein, bitte nicht niesen, nicht niesen, nicht niesen. Gut, da wäre hier nicht lang. Tut mir leid, ich musste doch niesen. Nein! Boah, ich schäme mich. Ja. Oh, jetzt kriege ich auch noch Halsschmerzen. Achso, du hört mich die ganze Zeit, ne? Fuck! Hoppla, geh's mal bitte weg.
Habe ich noch gar nicht die Karte gezeigt. Fuck, hier. Karte. Oh, jetzt kriege ich Kopfschmerzen, weil ich genießt habe. Das brauche ich aber, glaube ich. Das bleibt auch da. Gut. Ich habe eigentlich schon alles, was ich brauche. Ich glaube, ich brauche nur noch die Schaufel. Mit der Schaufel komme ich, glaube ich, irgendwo rauf. Auf der anderen Seite, genau. Das war doch so. Fuck you! Eine teleportiert sich jetzt bitte nicht. Oh, oder doch, okay. Ja, meinetwegen teleportier dich ruhig. Ist ja nicht so was Schlimmes oder so. Nein. Geh wieder weg. Mann, diese Dinger sind echt nervig. Oh. Mann, ich glaube, ich habe heute genug geredet. Es ist ja gerade mal Viertel vor. Nein, fünf vor eins. Hm. Ach, jetzt kann ich hier rauf, genau. Gehen wir mal bitte rauf. So, und dann brauche ich meinen Haken. Und dann kann ich nämlich hier rüber gehen. Also, mehr brauche ich gar nicht, okay. Was ist das? Steck auf die vier Schalter, die sich auf dem. Okay, vier Schalter sind das. Okay, gut. Dann brauche ich doch mal einen Haken, damit ich nämlich hier rüber kann. Zum Glück gibt es diese Steintafeln. Ich bin so glücklich darüber. Gehen wir jetzt kurz runter. Okay, verpisst euch jetzt mal alle hier. Ich muss hier irgendwie langkommen. Nicht da lang, bitte nicht da lang, wo du jetzt lang gehen willst. Danke. Ich hasse diesen Boden, wisst ihr jetzt eigentlich. Oh fuck. Nein, da wollte ich doch gar nicht lang. Nein, geh weg. Ah, was ist los? Nein, nicht immer. Ich kann gerade nicht. Hallo Jason. Oh, jetzt freut er sich. Okay. Was denn? Essen. Essen? Ich kann gerade nicht. Ich kann hier auch nicht ausmachen. Das ist ein kleines Problemchen. Weil ich hier gerade in diesem Tempel bin, da kann ich nicht einfach so speichern und ausmachen. Und ich habe auch gesagt, dass ich eigentlich kein Brötchen will. Nein! Dass ich eigentlich kein Brötchen möchte, deswegen. Weil ich nicht gerade nicht essen kann. Ich... Ja! Ja, klar, warum denn nicht, ne? Warte. Aber ich kann nicht ausmachen, Mann. Ich würde es gerne ausmachen, aber es geht nicht. Jason. Das muss ich ganz kurz da oben hin. Scheiße. Okay, kommentier mit einem Baby auf dem Schoß. Das wird lustig. Yay, dabei ihn noch halten. Wehe, du schreist rum, bitte. Ich mag das nicht. Aber er setzt sich mal so komisch hin. Das schlägt mich immer mit dem Teil, was er gerade hat. Klar. Halt morgen, als ich ihn gehabt habe. Da hat er mich damit geschlagen. Na, hast du mich damit geschlagen, Kleiner? Ja, er freut sich so. Fliegen? Ja, guck, warum... Aber es ist rein so... Also hier ist gerade mein kleiner Cousin. Nicht Cousin, doch. Nein, Großcousin. Nein. Doch, Großcousin, ne? Und er ist gerade mal ein halbes Jahr alt und er tanzt gerade. Ja, mir doch scheiße... Nicht scheißegal, ja. Geh da schnell hoch, Mann! Scheiße, ich... Ja, Mann, ich will so gerne ausmachen, aber ich kann nicht. Tut mir leid, Jason. Jetzt musst du es mit mir ertragen. Weil ich... Ja, weil ich ich rede die ganze Zeit. Das gefällt ihm bestimmt. Man redet mit ihm. Das ist nicht toll, ich weiß. So, es ist dieses scheiß Tor da unten offen. Aber dann guckt mich die ganze Zeit so an, weil ich rede. Ja. Okay, er kommt... Yay, auf meinen Schoß. Ne? Kann er, andere Seite vielleicht? Warte. Komm mal her, Stinky. Komm mal her, mein kleiner Stinky. Hi. Oh. Hallo. Na? Oh, das hat sie richtig jetzt. Oh, Appa. Ah, er freut sich. Ja. Ihr könnt ihm schon auch atmen. Er sabbert. Er sabbert. Ja, Pech. Ja. Halt ihn aber schön fest. Ja, ich halt ihn noch, glaube ich. Halt ich dich fest? Genau, einmal so rum. Ja, ne? Sind wir jetzt glücklich? Nein. Ich fängt an zu weinen, weil er auf meinem Schoß ist. Wollen wir jetzt spielen? Oh, jetzt bin ich immer so runtergesprungen. Fuck. Egal, das habe ich nicht gesagt. Das... Oh nein, nicht auf... Oh, was machst du denn? Kleiner, was machst du? Guck mal, jetzt geht die weg. Oh, warum geht die einfach so weg? Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass dein Hinweis gleich um die Ecke ist. Nur noch ein kleines Stück. Okay. Ah, Jason, du fällst hier gleich runter von meinem Schoß.
Erst ein kleines fettes Baby. Was machst du denn? Jason, nicht auf die Tastatur. Das ist ganz dolle böse. Was machst du denn? Guck mal hier, rassel, rassel. Jason, hä? Nein. Ich kann nicht. Das meine ich ernst. Scheiße, hat mich dieses Ding erwischt. Oh Mann, oh. Ich kann echt nicht in Ruhe aufnehmen. Das geht einfach nicht. Ja. Nicht da. Oh nein, ich. Ah. Ja. Oh, wie er sich. Oh, freust du dich? Oh. Okay, okay, okay. Er möchte auch. Er darf nicht. Er macht alles kaputt. Ja, Jason. Oh! Komm her, dann kommst du nie geflogen. Gehen wir jetzt runter essen, ne? Komm her. Oh, und Hauruck. Oh, das ist das toll. Ehrlich jetzt. Guck mal, der läuft was lang. Und meine Hand ist voll gesabbert. Yummy. Ich beeil mich auch. Ich mach gleich aus. Oh Mann. 2 Minuten, verarsch mich nicht. Du hast einen Forstkristall, juhu. Mann, das ist jetzt doof. Und meine Hand ist wirklich voll gesabbert. Okay, wir müssen hier ganz vorsichtig weg. Wohin guckt er jetzt? Nicht hier lang. Doch, natürlich guckt er hier hin. Fuck you. Little bitch. Kriegst mich nicht. Ja, ist doch jetzt gut. Oh, zeig mir das doch nicht immer mit dem Feuer. Ich muss mich hier beeilen, du Arsch. Wisst ihr was? Ich schnipp mir jetzt das Ding hier ganz schnell und hau einfach ab. Ihr seid so scheiße. Der andere lebt wieder. Er lebt wieder. Nein, geh weg. Kannst du mal bitte abhauen? Ach, der hat dann Forstkristall da liegen gelassen. Scheiße. Jetzt hat das wieder. Oh, ich bin so behindert. Ich hätte es doch auch einfach gleich mitnehmen können. Ach, egal. Egal, wenigstens habe ich mal das Erste. Da unten ist jetzt wieder so ein scheiß Teil. Ich zeige euch mal lieber die Karte. Hier. Also, da ist einer, da war einer und der hat den letzten. Und hier taucht jetzt gerade so ein scheiß Monster wieder auf. Ich nehme schnell das hier. Stapf's dir schneller! Und ich glaube auch, dass die goldenen Phantome schneller wieder zu Sinnen kommen. Und das scheiß Manu, der mit dem, der mir die Zeit klaut, der... Da folgt mir gerade. So ein Scheißdreck. Und die Aufnahme wird wieder... Und da muss ich wieder ganz... Mann, verpiss dich einfach. Jetzt mal ehrlich. Verpiss dich einfach. Ich mach das echt scheiße irgendwie, ne? Egal. Ist doch ganz lustig. Oh, das habe ich jetzt dann noch behinderter gemacht als vorher. Danke. Alter, jetzt reicht's mir aber. Ey, ich wollte ihn gerade abschießen, dann merke ich, es hinter mir dieses scheiß Monster ist mit der Zeit. Dieses scheiß Monster nervt mega. Ich wollte es aber, ich beeile mich und dann klappt es natürlich nicht mit dem Beeilen, ne? Ich schieße ihn jetzt ab, bitte. Natürlich kann das mal andere Seite, warum denn auch nicht, ne? Ey, Alter, jetzt kommt her, ihr Drecksviecher. Das meine ich jetzt ernst. Ich werde hier langsam aggressiv. Vielleicht so ein bisschen. Komm hier, ich habe nicht mehr viele Pfeile und ich möchte dich doch unbedingt damit durchspießen. Vielleicht wird meine Mutter sauer, weil ich nicht essen kann jetzt. Ich habe ihr gesagt, ich will kein Brötchen essen. Komm kurz her. Hab dich. Juhu. Yay, dahin laufe ich jetzt nicht. Das mache ich das nächste Mal. Ich habe echt keinen Nerv immer. Dahin zu rennen. Ah, egal, ich hole jetzt noch den letzten. Das können wir so ein Scheißding, ne? Ich glaube, es läuft sogar rum. Das guckt sich nicht mal um, das läuft. Obwohl, ich könnte ihn hier auch eigentlich. Das ist so ein schneller, ne? Ja, das war so klar. Alle drei vereint. Ach, wie schön. Wir laufen. Laufen nicht. Fuck you. Wir nehmen das Teil und... Lauf, 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 lauf. Okay, durchgequetscht.
Jetzt geht's ab hier. Beeil dich, 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 beeil dich. So, wir treffen gleich auf den goldenen. Ey, der soll sich verpissen. Wir können gerade nicht. Geh weg. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht zum Beispiel 100% machen, weil ich immer unterbrochen werde. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie... Das heißt, ich habe immer keinen Bock drauf, sagen wir es mal so. Deswegen muss ich immer schon den Part hinter mir bringen. Sagen wir es mal so jetzt, weil meine Schwester ist auch gerade nicht da. Und das heißt, ich kann jetzt eigentlich viel aufnehmen, aber ich kann auch nicht immer so viel aufnehmen, weil meine Familie oft in mein Zimmer kommt. Und deswegen habe ich immer keinen Nerv drauf, irgendwie alles perfekt perfekt zu machen. Zum Beispiel dahin zu rennen, dahin zu rennen. Deswegen kommen auch oft keine Parts, weil ich einfach keine Zeit finde dann. Wenn meine Familie immer zu Hause ist. Aber bald habe ich noch eine Wohnung. Nein, nicht bald, aber bald. Nicht bald, aber bald, ja. Super Logik von der Vanessa, ja. Na, es ist nur meine Stimme gerade ziemlich ab. Na, eher so ein bisschen. Wo sind wir eigentlich gerade? Guck mal auf die Karte hier. Statt nur einen Eingang zu geben. Einen Eingang, eine Tür eher gesagt. Nicht das. Ich brauche eigentlich eher... Ach, dann nicht. Ist ja schon gut. Ah, hier, Truhe. Du hast die nordöstliche Seekarte erhalten. Danke. Finde ich gut. Okay. Ja, damit kannst du an neue Orte segeln. Hey, wir haben es geschafft, Kirby. Das ist die letzte Seekarte. Es ist die nordöstliche Ecke. Jetzt können wir überall hinreisen. Lass uns zurück aufs Schiff gehen. Es gibt neue Gewässer für uns zu erforschen. Dankeschön. Ich habe nämlich keinen Nerv mehr. Auf jeden Fall. Da kommen wir nicht rein. Was für eine große Tür. Wie öffnen wir sie? Ja, das können wir nämlich noch nicht, aber bald. Ich glaube, wir müssen nächstes Mal hier reingehen. Dann wird es uns das ermöglichen. Ich wollte eigentlich gerade noch ein bisschen die Zeit nehmen, aber kein Problem. Machen wir es halt einfach so, genau. So, gehen wir noch schnell raus und dann werde ich den Part beenden. Endlich. Oh Gott, ich werde mich gleich ausruhen. Also speichern. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part und ciao.